Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Kawa Citizen E-Limited vor. Wir haben das Fahrrad in zwei Varianten da. Einmal die Freilauf-Variante, quasi FL in der Bezeichnung, und die Rücktritt-Variante, die mit RT ausgezeichnet ist. Ansonsten sind die Räder von der Ausstattung identisch. Der Rahmen wurde gefertigt aus Aluminium, ist unser Level 3 Tiefeinsteigerrahmen, also der hochwertigste Rahmen, den wir in unserem Sortiment haben. Man sieht hier, wie schön geschwungen der Rahmen ist. Ihr habt wirklich diesen super tiefen Einstieg. So kommt ihr extrem komfortabel auf das Fahrrad drauf und natürlich auch wieder runter. Außerdem haben wir hier die innenverlegte Zugführung, die für eine sehr aufgeräumte Optik sorgt. Des Weiteren haben wir hinten einen angeschweißten Gepäckträger. An den könnt ihr auch problemlos zum Beispiel Gepäcktaschen verstauen und eure alltäglichen Einkäufe mit diesem Fahrrad bewerkstelligen. Außerdem haben wir hier auch den Akku untergebracht, was das Fahrrad zusätzlich noch super aufgeräumt macht. Den Akku haben wir hier auch noch ein bisschen geschmückt mit unserem Kawa-Dekor und natürlich hier diesen goldenen Streifen, was meiner Meinung nach super schick aussieht. Generell haben wir hier dieses Anthrazit mit dem edlen schwarzen Kawa-Logo und vor allen Dingen hier auch den goldenen Elementen. Das macht richtig was her. Dazu auch diese beigenen Griffe in der Lederoptik. Hier schön vernäht. Das sieht super toll aus, meiner Meinung nach. Und dazu auch passend der Selle Bassano Sattel, der auch sehr bequem ist und eine relativ breite Auflagefläche hat. Ansonsten ist das Fahrrad auch straßenverkehrstauglich. Wir haben hier Reflexionsstreifen an den Kontinentalreifen, so werdet ihr auch von der Seite gesehen. Wir haben Reflektoren an den Pedalen. Wir haben eine Rückleuchte mit Rückreflektor. Außerdem haben wir eine Frontleuchte von Trelog mit Frontreflektor. 30 Lux habt ihr hier. So könnt ihr auch jederzeit problemlos im Dunkeln fahren. Und an eine Klingel haben wir selbstverständlich auch gedacht. Wir haben hier hinten das Shimano Nexus 8-Gang, die 8-Gang Nabenschaltung. Nabenschaltung haben für euch den Vorteil, dass sie einfach super wartungsarm sind, dass ihr hier eigentlich nie groß was einstellen müsst. Außerdem haben wir den Kettenschutz und somit seid ihr auch jederzeit vor Kettenschmiere geschützt und könnt euch da nicht dreckig machen. Geschaltet wird komfortabel hier mit diesem Drehgriff. Auch das ist eine super Lösung. Des Weiteren haben wir hier die Santo Federgabel, die erhöht nochmal das Komfort. Ihr könnt sie aber auch locken per Speed Lockout, was man ja auch schon vom Mountainbike her kennt. So taucht die Gabel nicht mehr ein und ihr habt einen geringeren Kraftverlust. Wir haben die SKS-Schutzbleche, so seid ihr auch bei schlechtem Wetter vor Spritzwasser bestens geschützt. Und die Kontinentalbereifen mit den 28 Zoll Laufrädern, die gleiten mühelos dahin und super schick meiner Meinung nach halt die Skinroll-Reifen hier mit der beigen Farbe, auch das passt einfach super ins Gesamtbild des Fahrrades. Auf Komfort haben wir auch beim Lenker geachtet. Der ist schön nach hinten geneigt, super bequem. Wir haben den Ergotec-Vorbau, den könnt ihr im Neigungswinkel auch noch einstellen. Und somit wurde hier wirklich auch ein Fokuspunkt auf Ergonomie und Bequemlichkeit gesetzt. Jetzt komme ich zu dem Motor. Wir haben hier den Bosch Activeline Motor verbaut, dessen maximales Drehmoment liegt bei 40 Newtonmeter und so werdet ihr sehr sanft auf die Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h unterstützt. Des Weiteren haben wir hier hinten das Akku-Pack verbaut mit 400 Wattstunden, damit sind auch längere Touren kein Problem. Und hier in der Lenkermitte befindet sich das Bosch Intuvia-System mit dem Bedienteil an der linken Lenkerhälfte. Hier könnt ihr alles problemlos einstellen, auch während der Fahrt. Zum Beispiel die Unterstützungsmodi und das Display zeigt euch alle relevanten Informationen an. Wenn ihr nun Interesse gewonnen habt an dem Kawa Citizen E-Limited, dann kommt gerne in einer der Filialen vorbei, schaut, ob die passende Rahmenhöhe und die passende Modellvariante da ist oder bestellt es doch einfach bei fahrrad-xxl.de für einen Preis von 2.199,99 €.